Die versunkene Stadt. Heute bin ich über Runkold gefahren. Die Stadt ging verloren, vor 600 Jahren. Wir hatten ein Ferienhaus in der Nähe von Husum. Ein kleines Segelboot war auch dabei. Und da es nur sehr wenig Wind gab, trauten wir uns auf die Nordsee. Opa Manfred und die Enkel Torin und Eva. Natürlich mit Schwimmwesten. Heute war von der manchmal sehr gefährlichen Nordsee gar nichts zu merken. Als wir ein Stück rausgefahren waren, schlief der Wind sogar ganz ein, Flaute. Ohne Motor mussten wir uns gedulden. Das Wasser war spiegelglatt und trug den Namen Blanke Hans zurecht. Als Nordländer ist man es nicht gewöhnt, dass nicht wenigstens ein leichter Windhauch weht. Dazu verbreitete ein zarter Dunst eine fast zauberische Stimmung über dem Meer. Wir bogen uns über die Kante des Bootes und auf dem Wattboden konnte man Reste von alten Pfählen sehen, die in Reihe standen. Interessant. Von fern aus der Tiefe meinten wir ein feines Glockengeläut zu vernehmen. Unsere Fantasie wurde beflügelt. Wir meinten Häuschen und Wiesen zu erahnen, sogar Leute. Ob wir uns zu weit übergebeugt hatten? Ein leichtes Gleiten und wir rutschten durch die Wasseroberfläche mitten in die versunkene Stadt. Geschäftiges Treiben. Leute in Friesentracht liefen umher. Fischer, Frauen mit Körben voll mit Obst, Gemüse, Brot. Wir konnten überall hin, über das Pflaster laufen, die Leute in ihrer Friesensprache hören. Eva, unser quirliges Mädchen, sprach eine Marktfrau an. »Kann ich die leckere Birne kaufen? Und noch eine für meinen Bruder?« Überhaupt keine Reaktion. Auch nicht, nachdem Eva sie an ihrer Schürze zerrte. Für die Runkolder waren wir nicht existent. Es war Markt. In den Straßen waren Stände aufgebaut mit Waren aus der Landwirtschaft, lebende Hühner, Gänse, Korn. Viele Handelswaren zeugten von dem Reichtum der Friesen. Selbst aus dem fernen Spanien gab es Krüge mit Wein. Friesen konnten schon immer stolz sein auf das, was sie leisteten und dem Meer abtrotzten. Es gab jede Menge Fisch, sogar den roten Thun und den wertvollen Stör fing man noch in der Nordsee. Die Leute der Stadt waren nicht nur wohlhabend, sie waren reich und hochmütig. Die Männer feierten schon mitten am Tag Trinkgelage, futterten, was die Küche an Fasan und anderen Edelspeisen hergab und hatten für arme Leute nur Spott. Als einige Männer sich ordentlich volllaufen lassen hatten und die Pöbelei über die anderen Gäste die Wirtschaft fast geleert hatte, kamen sie auf die Idee, die Sau des Wirtes besoffen zu machen. Nachdem die Kerle der Sau den ersten Krug eingetrichtert hatten, schmeckte es den Tier offenbar. Bald torkelte es mehr auf drei Beinen, quietschend durch die Gaststube und die Saufbolde johlend hinterher. Sie zogen sie am Schwanz, stupften sie hin und her und machten kaum selbst einen besseren Eindruck als besoffene Schweine. Schließlich kippte die Sau auf die Seite und fing Lauch an zu schnarchen und zu pusten. »Die Sau ist krank, die Sau ist krank, sie mut nun no bett!« Der Wirt hatte sich schon eine Weile verzogen, denn als er ihnen Einhalt gebieten wollte, wollten die Trunkenbolde mit dicken Knüppeln über ihn herfallen. Also schleppten sie die volltrunkene Sau in das Schrankbett, den Alkoven. Zu allen Überfluss banden sie ihr ein Kopftuch um und deckten sie fein zu. »Die Sau ist krank, die Sau ist krank«, johlten sie. »Sie mut bestimmt bald sterben.« »Denn mutze unbedingt das letzte Sakrament hem. Lohnt uns man nach den Pfaster schicken.« Sie schickten ein paar Jungs zum Pastor. Es läge jemand im Sterben und müsste schnell das letzte Sakrament bekommen. Der Pfarrer hatte natürlich so schnell es ging seinen schwarzen Talar umgeworfen, den Abendmahlskelch gegriffen und war in die Gastwirtschaft geeilt. Da führten ihn die Saufbolte und der Geschrei direkt zur elenden Sau. Der Pfarrer weigerte sich natürlich, einer betrunkenen Sau das Abendmahl zu geben. Die gottlosen Saufkerle wollten ihn zwingen und schlugen mit ihren Knüppeln auf ihn ein. Dann nahmen sie ihm den Abendmahlskelch weg, füllten ihn mit Bier und schrien, »Wenn Gott dort bin es, mut hier nun mit uns saufen!« Von dem Tumult erwacht, schreckte die Sau hoch und flüchtete im wahren Schweinsgalopp aus der Gaststube. Wir, Opa Manfred, Torin und Eva, waren gleichzeitig sehr betroffen,
mussten aber doch nun loslachen. Zu grotesk war doch die Situation. Pfarrer Biel nutzte seine Chance und konnte entkommen. Unter Schmerzen schaffte er es zu seiner Kirche, fiel vor dem Altar auf die Knie und klagte den lieben Gott sein Leid. Dann packte er die nötigsten Sachen, nahm seine Haushälterin mit und machte sich auf den Weg zum Festland, um nie wieder nach Runkhold zurückzukehren. Die Menschen sind zu verdorben in Runkhold. Denen kann ich nicht mehr helfen. Die brauchen keinen Pfarrer und keinen Gott. Gnade ihnen Gott, wenn sie meinen, mit dem Teufel besser zurechtzukommen. Unterwegs traf er noch drei freundliche Mädel aus seiner Gemeinde, die aufs Festland zu einer Kirchweih wollten, und nahm sie mit. Unseren Saufbolden war es mittlerweile allein in der Wirtschaft zu langweilig geworden. Sie griffen sich ein paar Fackeln und wankten durch die Straßen. »Hey, ihr Langweiler, komm mit an den Deich, wir wollen uns hochleben lassen!« Sie wiegelten ihre Freunde auf und immer mehr Runkholder schlossen sich ihnen mit Fackeln an. Die meisten von ihnen wussten gar nicht, um was für einen merkwürdigen Festzug es sich hier handelte. Sie zogen an den Deich bei dem großen Siel, der Schleuse. Sie waren so hochmütig und glaubten, sie wären die Herren über die Kräfte der Natur und fingen an, die Nordsee zu verhöhen. »Trotz, blanker Hans! Trotz, blanker Hans!« Der alte Fahnsmann und Fischer, Klaas Klaasen, lief kopfschüttelnd durch die Menge. »Ihr seid doch nicht mehr klug im Kopf. Denkt ihr denn gar nicht mehr an die alten Geschichten vom mächtigen Seedrachen?« Aber auf den alten hörte schon lange keiner mehr. Wie im Wahn schwenkten sie alle ihre Fackeln und schrien alle immer lauter im Chor. »Trotz, blanker Hans! Trotz, blanker Hans!« Für meine Enkel und mich eine gespenstische Geschichte. Wasser und Himmel lichtlos, bleiern, fast vollständig schwarz. Davor das wütende Hüpfen der Flammen mit ihren rußigen dunklen Qualen. Das Licht des Feuers flackerte über verzerrte, schreiende Gesichter. In jedem Ozean schlummert ein wildes Tier, der Wasserdrache. Sein Maul ist so groß, dass es mehrere Meeresriesen mit einem Haps verschlingen kann. Er ist so groß, dass er mit seinem gepanzerten Körper und Schwanz von einem bis zum anderen Ende des Ozeanreichs. Oft schläft er oder ruht, manchmal jahrhundertelang, aber wütend faucht sein Atem über das Meer und baut Stürme zu Orkane auf. Sein Schwanz zerfurcht die Meeresoberfläche. Der Ozean erhebt sich. Riesige Wellen eilen in Richtung Nordsee. Viele Stürme rasen von Meer in Richtung auf die friesische Küste zu. Wo sich zwei, drei von ihnen treffen, bauen sie sich zu Monsterwellen auf, den Kavenzmännern. Stimmen schreien mit dem Sturm und Meeresungetüme werden aus der Tiefsee hochgespült, greifen sich die stolzen Friesenschiffe und versinken wieder in der Tiefe. Tage und Nächte peitschen die Wellen und die Orkanböen gegen das friesische Land, bis endlich die Deiche aufgeweicht sind wie Pudding. Sie branden über die Deiche, spülen über die Warften, zerbrechen das Siel. Nichts lassen sie von der hochmütigen Stadt und deren Ländereien. Die zurückbrandenden Wogen ziehen Balken, Grassoden, das Vieh und Mann und Frau und Kind bis zur letzten Maus mit in die See. Auch wir werden durch das strudelnde Wasser hoch und runter gewirbelt. Gott sei Dank gelingt es uns, uns einander zu halten, bis wir schließlich das Bewusstsein verlieren. Nichts bleibt von Runkhold mehr übrig. Nur die drei freundlichen Mädel, die mit dem Pfarrer auf das Festland gefahren sind. Das ist das Werk der großen Mannendränke. Trotz, blanker Hans? Ganz benommen von der eigenartigen Stimmung auf der See, kommen wir auf unserem Boot wieder zu uns, noch immer fest aneinander geklammert. Langsam kommt Wind auf. Da sich jetzt die Wasseroberfläche bewegt, ist auf dem Meeresgrund nichts mehr zu erkennen. War es nur ein Traum? Still segeln Eva, Thorin und Manfred nach Hause, Richtung Husum, zu unserem Ferienhaus. In der warmen Stube mit heißem Kakao von Oma Helga sprudelt es aus uns heraus. Immer neue Einzelheiten wurden aufgeregt berichtet. Der Wirt war ganz schön dick. Eklig, die betrunkenen Männer. Witzig, wie die Sau aus dem Bett gesprungen ist und durch die Stube rannte. Fast dachte ich, wir müssen auch mit ertrinken. Heute bin ich über Runkhold gefahren. Die Stadt ging verloren, vor 600 Jahren. Nichts ist von den Runkholdern geblieben, als manchmal ein paar Tonscherben im Watt aus Spanien. Nur wenn der Wind ganz und gar einschläft, hören Fischer,
das leise Läuten der Kirchenglocken mit dem Tidenstrom. Sollen wir uns über unsere Welt erheben oder gelingt es uns, im Einklang zu leben? Trotz Blanke Hans? Frei nach Detlef von Lilienkron, Copyright Manfred und Thorin, Halloween 2010.